Guten Morgen, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ich schreibe jetzt eine Rede, die wird heute fertig und die wird heute auch noch ein Video und diese Rede geht hoffentlich viral, geht richtig rum, geht richtig rein, geht zu allen Ärzten, Psychologen, Lehrern, Menschen, die unter Menschen arbeiten und die das Maskentragen satt haben und die Gesundheitsdiktatur satt haben, das Faktenleugnen satt haben und alles andere auch satt haben, was mit dieser unfähigen Regierung zu tun hat. Die Rede wird heute fertig. Und wenn Sie es nicht schaffen, mir vorher noch meinen Account zu sperren, dann bekommt ihr sie. Also, ganz wichtig in der aktuellen Lage, nicht nur auf YouTube verlassen, weil zum Beispiel Miriam Hope ist gerade gesperrt mit ihrem Kanal. Ja, okay, die schlägt manchmal ein bisschen über die Stränge, aber das ist ja gerade das Sympathische, das Gefühlvolle an solchen Personen. Man merkt, dass diese Menschen empathisch sind, im Gegensatz zu unseren Roboterpolitikern, die immer nur sagen, was sie auf einem Papier stehen haben, was gut klingt, aber in der Praxis niemals toll ist. Ja, so sieht's aus. Und deswegen gibt es uns. Die Leute, die sich was trauen, die sagen, was sie fühlen, die das tun, was sie für sinnvoll halten, die die Basis einer funktionierenden Gesellschaft bilden, die kaputte Dinge reparieren, die einfach mal mitdenken, was geht und was nicht geht und die sich auf die Hinterbeine stellen, wenn irgendetwas so kaputt ist wie aktuell unsere Gesellschaft. Ja? Ich möchte nicht mehr beschimpft werden. Leute, merkt es doch mal selber, was ihr da für eine Scheiße baut. Eine offene und tolerante Gesellschaft, ja, die wir gepredigt haben die letzten Jahre, die besteht doch nicht daraus, dass man sie spaltet und dann die einen auf den anderen rumhauen. Hey, ihr seid linksextrem, ihr seid rechtsextrem, mit euch rede ich nicht. Ja, das ist so ein Quatsch. Also ich habe schon mehrfach gesagt, ich stehe in der Mitte der Gesellschaft. Das ist so. Darüber brauchen wir nicht mehr zu reden. Das glaubt mir jeder, der mich kennt. Das weiß auch jeder, der mich kennt. Daran hat sich nichts geändert und daran ändert sich auch nie irgendwie was. Sie werden eigentlich im Prinzip mit so einer gewissen Grundhaltung, also ins Leben gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also die ist einfach da, ja. Und das ist Wahrheit, Gerechtigkeit und so weiter und so fort, was uns prägt. Ich habe auch schon festgestellt, dass viele christliche Werte in mir drin stecken, obwohl ich gar nicht Mitglied der Kirche bin, aber das lebt man halt so, weil man das so gelernt hat. Ne? Also passen Sie aufs nächste Video auf, das wird der Knaller, kriegen Sie es auf jeden Fall mit. Ja, und für diejenigen, die mich jetzt zensieren wollen, die den Kanal schon mal lieber vorsichtshalber sperren wollen, den kann ich nur sagen, es geht auch auf vielen anderen Kanälen raus. Ich bin nicht nur auf YouTube. Ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe Bekannte und Verwandte, ich habe Arbeitskollegen, ich habe ein Riesenumfeld und diese Menschen kennen mich. Und jetzt sagen sie nochmal Covid-Idiot, dann wird man sie auch kennen.